Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Wir haben gerade erfahren, dass Saren eigentlich nicht die Reaper kontrolliert, sondern die Reaper Saren. Und dass die Saren wieder da sind, um einen neuen Zyklus der Zerstörung zu beginnen. Die Sovereign, Sarens Flaggschiff, ist nur die Vorhut. Und jetzt gibt's neuen Ärger. Welchen denn? Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben. Aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Oh, verdammt. Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Legen wir die Bombe. Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Gut. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. In der Tat. Die Salarianer zählen auf uns, Shepard. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Das habe ich nicht vor. Geht's hier auch raus? Ach nee, das ist nur die Tür. Dieser Ort ist abscheulich. Sarens Forschungen müssen zerstört Absolute werden. Auch meine Meinung. Wir kriegen das hin. Ja klar, im Vorstuhl geht das nicht. Aber hier draußen. Schnell speichern, jawohl. Okay, dann auf den Rückweg. Da, ein Gate. Da war ein Gate. Nicht überraschend. Die Gate entfernen sich von ihrer Stellung, Jaito. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg, Williams. Locken Sie sie raus, alles klar. Da wurde die Treppe runtergelassen, extra für uns. Ab. So. Schnell noch ein Stück vor. Erledigt, hoffe ich. Okay, laden. Ah, das können wir auch speichern. Tür auf. Wir sollten jetzt abhauen, bevor die Sovereign kommt. Zwar ganz schnell. Nur noch die Bombe legen, damit diese Kurgana-Brutstätte vernichtet ist. Dann Abmarsch. Was haben wir hier? Elektronik. Zack. Nehmen wir alles mit. Das suchen wir dann auf dem Schiff zurecht. Okay. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Normandie hinterlassen. Dann sollten wir ihn ausschalten. So schnell das denn geht. Irgendwas ballert da noch auf uns. Jetzt aber. Raketendrohne ist ausgeschalten. Okay, ganz langsam. Falls da oben was war, ist es nicht mehr da. Die Drohne ist auch weg. Schauen wir mal. Tunnelahnung nehmen, den Geschützturm deaktivieren. Sehr schön. Vorsicht! Sie sind uns mit dem Aufzug gefolgt. Gute Arbeit am Geschütz, Shadow Team. Jetzt sind wir an der Reihe. Alles klar, dann viel Spaß. So, wir müssen hier. Zack. Haben wir alles. Alles meins. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch mal den Aufzug. Und gucken mal, was uns da unten erwartet. Liara noch in ihrem Biotik-Schild. Sieht cool aus. Okay, weiter geht's. Hopp. Da ist es. Wir müssen die Gate ausschalten und die Sprengladungen abbrechen. Wo ist er? Ich hasse die Viecher, habe ich das schon erwähnt? Okay. Noch welche? Nein. Dann vor.
Langsam vorrücken. Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter. Runter. Okay, Deckung gehen. Irgendwo knallt's gleich. Hoffentlich nicht gerade hinter dieser Tür. Ich speichere hier auch mal. Das ist eine große freie Fläche. Mit einem Kraftstofftank. Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Okay, dann komm mal her. Da ist die Normandy. Komm her. Nicht hier? Wo bist du? Da. Uah. Erschreck mich nicht. Ist in Position. Wir sind hier alle be... Commander, hören Sie mich? Ich höre Sie. Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geth haben unser Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Ja. Holen Sie sie da raus, Joker. Sofort. Ganz genau. Negativ. Es ist zu gefährlich. Dürfen das nicht riskieren. Wir halten sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Dann machen wir das. Hoch zum Flakturm. Los. Okay, selbes Team wie immer. Squad annehmen. Squad-Auswahl bestätigen. Los geht's. Dann auf zum Flakturm. Wo geht's zum Flakturm? Brutkasten. Da hinten ist noch irgendwas. Da hinten muss noch ein Eingang sein oder sowas. Gehen wir da mal hin. Ah, hier. Ashley, ich finde dich. Ich rette dich. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Dürfte es jetzt gewesen sein. Die Kukaner sind Feierabend. Rein hier. Hoch zum Flakturm. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wir schaffen das. So. Ich gehe mal hier. Hier hinten haben wir was. Das nehmen wir noch mit. Alles. Da. Offenbar haben die Geth Verstärkung geschickt. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geth. Wie schlimm ist es? Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe. Verdammt. Was machen Sie denn da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Nein. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Ich kann nur einen retten. Kaidan oder Ashley? Leute, was würdet ihr machen? Tja, ich rette Ashley. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Tut mir leid. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Dieser Ort ist böse. Er muss zerstört werden. Habe ich jetzt gerade das Leben eines unserer Leute geopfert? Um das andere zu retten? Die schlimmste Entscheidung, die eigentlich ein Kommandant im Kampf treffen muss.
habe ich sie getroffen. Wir werden sehen. Vielleicht können wir sie beide retten. Noch ist Zeit. War's, glaube ich, schon. Oder auch nicht. Saren. Hoi. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Sie arbeiten für einen Reaper. Sovereign und seine Art haben die Proteaner vernichtet. Was gibt es mehr zu verstehen? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? So einfach ist es aber nicht. Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie sind nur eine Marionette. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Tja. Warum folgen die Geht, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Geht gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Mhm. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Ach, das stimmt nicht. Sie wurden. Sovereign manipuliert sie. Sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind so mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten.
Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Tja, da irrt er sich aber gewaltig. So, wir machen eine kurze Pause und den Kampf, den bestreiten wir in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.